Hans Meerston, Günther Willers und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Diesmal hat es sie in den Süden Afrikas verschlagen. Nach Namibia, dem ehemaligen deutschen Südwestafrika. Wat die beeste in Ovamboland wil gaan haal. Was dagegen? Nee, dat klinkt ook kijk voor mij. En waar soos de strijd? Nee, echt nie. Nee, ek wil maar net kijk hoe twee dorpsjaapjes, twee rechte dorpsjaapjes. Ek het niks daarbij bedoel nie. Het weis dat wie dat wist. Au! Scheißdraad! Moment! Jod. Ja. Wat heeft hij nou weer aangevangen? Scheiße, ausgetrocknet. Hier zijn nur Bandagen, drin, Kopfschmerztabletten, Haarwaschmittel. Halt, Moment mal, Kollege. Das ist noch besser als Jod. Was ist denn da drin? 100% Gesalze. Mach da gar nichts, so sein, Mann. Hier kommt so mit Geld an uns mit, die wird. Yes! Kom ek hoor jy. Kom ek vat jou daar na Oyanga toe, man. Yes, hy laat die wondtuur gaan ontsmet, man. Wie is dat, Oyanga? Sy daar, wat moet die eisters werk? Wat hy jood? Nee, kruie. Dat is baie beter, man. Het maak die wond gezond. Moet hy irgendjemand geben, der jood en een richting verband had? Ach nee, man, hulle allemaal gaan na Oyanga toe, man. Kost je net een pak die smokes, dat is al. Dat is al, man. Du brauchst sowieso zu viel. Hier, nimm die Zigaretten und geh zu diesem Oyango. Ja, willst du eine Blutvergiftung haben? Kräuter, ich weiß nicht. Los, zeig ihm, wo das ist, du Waldschrat. Ja, lass doch mal, du Green uns. Komm, ich fahr dir nach Oyanga zu. Ja, ab geh schon, Mensch. Komm, Mutti. Brauchst du einmal Jod in 10 Jahren. Einmal in 10 Jahren. Wo Wombolan. Ich will das ziehen. Nicht fahren nach Ovamboland. Großes Unglück für dich und deinen Freund. Nicht fahren nach Kambinga. Du sollst mir nicht aus der Hand lesen. Tu mir was drauf, was hilft. Ich hab's eilig. Du komm, mach. Nicht fahren Ovamboland. Ich kann nicht mehr. Hallo, mach doch keinen Aufstand wegen der Schramme. Das tut höllisch weh. Ich bin 10 Stunden an einem Streifen durchgefahren. Jetzt kannst du die 3 Stunden nach Windhoek noch fahren. Ich hab gesagt, ich kann nicht mehr. Okay. Wenn das Kräuter sein sollen, dann sind sie zuerst durch den Arsch an der Kuh gewandert. Wenn wir nach Windhoek kommen, gehen wir erstmal zum richtigen Arzt. Mit einem weißen Kittel und mit einer Spritze. Mit allem drum und dran. Völlig vereitert. Wird ein bisschen wehtun. Schlimmer als jetzt kann es nicht werden. Was ist denn das?
Kräuter. Was denn für Kräuter? Ich hab mir ein Schwarzer draufgeschmiert. Er meinte, es desinfiziert so gut wie Jod. Merkwürdig. War es ein Witz, Doktor? Nee, irgendein Hilfsarbeiter von der Spedition. Hat aber einige Sprüche drauf. Hatte ich mich nur nicht auf den Quacksalber eingelassen. Joes Tankstelle hier. Wir wollten gar ein bisschen tanken. Sind Sie neu hier? Nein, wie kommen Sie denn darauf? Dann wüssten Sie, dass es hier sonntags kein Benzin gibt. Oh, warum denn das? Laut Gesetz wegen Benzinknappheit. Joe wird doch mal eine Ausnahme machen. Nein, es geht nicht. Ich will selber mit ihm sprechen. Wo ist er? Mein Mann ist vor 4 Jahren gestorben. Ach, einen Moment noch, Frau Bieler. Herr Bieler, schön, dass Sie kennenzulernen. Mein Name ist Willers, das ist Kollege Mehrstorn. Die Sache ist nämlich die... Guten Tag. Wir kommen aus Smallfish Bay und haben noch eine gute Strecke Weg vor uns. Wir müssen Rinder holen, Maul- und Klauenseuche. Verstehen Sie? Nur da haben wir gedacht, dass wir heute mit Ihrer Hilfe rechnen können, in dem Notfall. Von mir können Sie jede Hilfe erwarten, aber ich will keine Schwierigkeiten haben. Es geht praktisch um Leben und Tod bei den Kühen. Tut mir leid, meine Herren. Frau Bieler, ich muss schon sagen, Sie sind eine verdammt standhafte Frau. So viel Mühe brauchen Sie sich gar nicht zu machen. Wissen Sie, was ich tue? Ich mache Ihnen das Fremdenzimmer zurecht und dann gibt's Abendessen. Und morgen, nach dem Frühstück, könnt ihr so viel Diesel haben, wie ihr wollt. Eine Sache würde mich interessieren, Frau Bieler. Ist ans Fleisch gegangen. Als wir vorhin gesagt haben, dass wir nach Kambinga wollen, warum sind Sie da erschrocken? Ich? Na komm, ist da oben wirklich so gefährlich? Vielleicht habt ihr mehr Glück. Mehr Glück als wer? Wisst ihr das denn nicht? Vor 2 Jahren sind hier schon mal 2 Fernfahrer durchgekommen. Und die waren genauso auf dem Weg nach Kambinga wie ihr beiden. Auch die wollten nur mal eben schnell bei Stadler die Rinder abholen. Sie sind nie wieder aufgetaucht. Verschwunden, meine. Spurlos. Waren das auch Weiße? Nein, Schwarze. Vielleicht haben die den LKW irgendwo verscheuert und machen sich einen fröhlichen Lenz. Was ist denn mit diesem Stadler? Kennen Sie ihn? Es ist schon mehr als 10 Jahre her, dass er sich hier hat blicken lassen. Wenn es da oben wirklich so gefährlich ist, ich meine wegen der Rebellen und so, dann wundert es mich, dass er noch am Leben ist. Ja eben. Wieso haben Sie ihn nicht umgebracht? 10 Jahre Zeit hatten Sie ja. Es geht das Gerücht, dass er ein Witch-Doktor ist. Ein Witch? So mit Kräutern und Sprüchen? Ihr könnt mir glauben, ein Witch-Doktor ist mehr als nur so ein kleiner harmloser Kräuterquacksalber. Oh ja. Er kann Leuten Böses anhexen, zum Beispiel Krankheiten. Er ist eine gefährliche Macht. Er kann auch sogar... Trucker verschwinden lassen, hm? Ein Fluch und schon lösen sich in Luft auf. Ja, ja, spotten Sie nur. Ihr Europäer wisst ja immer alles besser. Nur mal ganz im Ernst, Frau Bieler. Glauben Sie an den Hokuspokus? Ich bestimmt nicht. Aber unsere Schwarzen... Sind wir Schwarze?
Na, na, wollt ihr da wohl verschwinden? Na los, runter mit euch. Na, wird's bald. Nur schade, dass am Sonntag keinen Kraftstoff gibt. Weder für Autos noch für uns. Ja, ein kühles Bier, das wäre jetzt das Richtige. Das verstößt auch gegen das Gesetz. Es sei denn, Sie haben irgendwelche Magenbeschwerden. Mit Magen? Medizin ist natürlich erlaubt. Das hier ist ein erstklassiger Kräuterschnaps. Selbst gebrannt. Er wirkt wahre Wunder. Natürlich haben wir es beide mit Magen. Ja, wie verrückt. Dachte ich's mir doch. Danke. Danke. Auf Ihr Wohl, Frau Wieler. Und auf Ihre Küche. Danke. Oh, da hat's aber Hinsicht da. Du, der Alte hat die verdammten Viecher schon vor einem Jahr gekauft. Was hast du denn dazu? War die Gefahrenzulage zu niedrig. Aber mit uns Greenhorns kann man's ja machen. Du, das Wort will ich nie nochmal gehört haben. Tut's noch weh? Mhm. Aber morgen kann ich wieder fahren. Kommen Sie. Meine Herren, darf ich Ihnen Herrn Schneider vorstellen? Er ist der Leiter unserer örtlichen Bürgerwehr und das sind die Herren Meerstong und Herr Willers aus Deutschland. Tag. Guten Tag. Und Sie wollen also nach Kambinga? Ein Glas Orangensaft, Ben. Nein, danke. Ja, wir wollen nach Kambinga. Ich würde vorschlagen, Sie schlafen sich erstmal richtig aus und morgen früh fahren Sie wieder dahin, wo Sie hergekommen sind. Noch so ein Witz und ich lach mich tot. Ich mach keine Witze. Also, was ist nun? Da oben wimmelt es von Schwarzen. Und ich riskiere nicht meinen Arsch, dass ich euch nachher da wieder rausholen muss. Deswegen. Was ist denn eigentlich los da oben, dass Sie Ihren Arsch riskieren? Hm? Na, nur mal raus mit der Sprache. Nicht so viel unten. Nach Norden fahren keine Weißen mehr. Seit Jahren nicht mehr. Ist das alles? Ich will keine Scherereien haben. Das ist richtig. Kümmern Sie sich um Ihr Zeug und wir kümmern uns um unser Zeug. Eingezeichnet. Links oder rechts? Ne? Zweifelsfall immer geradeaus. Das ist gar nichts gerade. Wieder als ein bisschen gerader. Okay. Das wird schon schief gehen. Lieber die linke Spur nehmen sollen. Neues Tal, neues Glück. Besonders rebellisch sehen die nicht aus. Neugierig auf unsere Nasen sind wir auch nicht.
Ist das hier Kambinga? Kambinga. Guten Tag. Sind Sie Markus Dadler? Wir kommen von Walfisbee. Wir sollen die gepfändeten Rinder holen. Wo sind die Rinder? Hinter dem Hügel am Farmhaus. Würden Sie bitte mitkommen? Ich habe jetzt keine Zeit. Wir haben auch keine Zeit. Kommen Sie, bringen wir es hinter uns. Fahren Sie zum Farmhaus, ich komme später nach. Wann kommen Sie nach? Wenn ich hier fertig bin. Unsere Prämie, du. ...21, 22, 23, 24, 25, 26 steht da hinten auch noch eine. 27, 28, 29. Ich organisiere mir erstmal einen Schluck Wasser. Willst du auch einen? Ja. Kann ich nochmal von vorne anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Hallo? Ich wollte nur Wasser. Okay, 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 okay. Na, Wasser gefunden? Nee, nur eine Hexe. Hätte ich dir gleich sagen können, dass hier kein fließendes Wasser gibt. Was sagst du, Hexe? Bleib mal ganz ruhig, Franz. Was ist mit dir los? Du guckst auch schon ganz verhext. Ja, ruhig. Schwarze Mamba. Die ist tödlich. Wer hat sie erschlagen? Ich. Was dagegen? So, jetzt müssen wir noch unterschreiben. Hier unten. Ich
Die Hände gehören mir nicht mehr, sie gehören dem Gombo, unserem Häuptling. Ich habe das dem Gerichtsvollzieher auch schon gesagt. Also mal, wenn Sie uns aufs Kreuz legen wollen, müssen Sie eine bessere Geschichte ausdenken. Die Viecher stehen hier auf der Farm und haben ihr Brandzeichen. Und wir haben die Aufgabe, sie nach Walfischbeet zu bringen. Und das machen wir auch. Mit und ohne Ihre Unterschrift. Ich kann Sie nicht daran hindern. Gut, dass Sie das einsehen. Ich kann Sie nur um etwas bitten. Gehen Sie zum Gombo und sagen Sie ihm, was Sie vorhaben. Damit er mich nicht verantwortlich macht für den Verlust seiner Rinder. Wo wohnt denn dieser Herr Besitzer? In Kambinga. Wo? Auf dem Karl drüben. Da kommen wir doch gerade her. Warum sagen Sie es nicht gleich? Sie hatten es doch so eilig. Sie bleiben draußen. Was soll denn das? Dann Gombo weiß, dass er eine Mamba erschlagen hat. Mambas sind immer zu zweit. Die Überlebende sucht den Mörder der Toten. Sie wird sie finden. Sie wird sie töten. Keine Tür und keine Regel kann sie davor schützen. Dann Gombo will keine Mamba in seinem Haus. Lass dich nicht verhexen. Mir ist sowieso schon ganz anders. Ne? Ich warte hier. Was sagt er? Er heißt Sie willkommen. Sie sind sein Gast. Sie können alles haben, was Sie wollen. Nur seine Rinder, die braucht er selber. Er hat eine lange Reise vor sich. Und ohne eine Wegzehrung wird er sein Ziel nicht erreichen. Was soll ich ihm antworten? Die Wahrheit. Wir haben die Viecher nach Walfisbeet zu bringen. Ebo, Isinkombo, Anasi, Tata, Ahambe, Nazu, Aye, Walfisbe. Umjero, Gucci, ey. Anguasi, Nanobang, Sinin, Lelende. Engso, Iham, Pomanji, Anga, Nega, Azitol. Er sagt, er hat einen Enkel in Walfisbe. Oyanga heißt er. Arbeitet auf einem Schrottplatz. Er möchte wissen, ob Sie ihn kennen. Kann sein, weiß ich nicht. So, ich habe Ihre Bitte jetzt erfüllt. Sagen Sie ihm, wünsche ihm alles Gute und muss jetzt gehen. Warten Sie, er will Ihnen was sagen. Er sagt, die Geister seiner Ahnen werden dafür sorgen, dass er seine Rinder mitbekommt, damit er auf dem Weg nicht verhungert. Das ist alles. Ich würde Ihnen raten, die Worte eines alten Witchdoktors ernst zu nehmen. Hey, hey, Mensch, hey, hey! Los! Los! Jetzt ist aber gut hier. Macht denn eigentlich dein Finger? Bisschen steif, sonst nichts. Und wenn er so bleibt? Ach du, ich hab mich fast dran gewöhnt. Du bist gut. Ich sag mal, wer sagt denn eigentlich, dass der Stadler richtig übersetzt hat? Das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Und weißt du, was mich dutzig macht? Hm? Oyanga. Woher will der eigentlich wissen, dass wir Oyanga kennen? Oyanga gibt's viele. Vielleicht ist es ein Name wie bei uns Franz oder so. Hopp, hey, hopp. So, dann wollen wir mal abhauen. Sieht nach Sturm aus, hä?
der Fluch der Ahnen. Da weiß ich einen Gegenzauber. Du, der ist ja wirklich entwurzelt. Was hast du denn gedacht? Hätte ja sein können, dass uns jemand festhalten will und den gefällt hat. Du, weißt du, was weg ist? Das Abschleppseil? Der Kandidat hat 50 Punkte. Aber in Walfischbay haben wir es doch noch gehabt. Ja, aber jetzt ist es weg! Scheiß! Quer über der Straße, wir sitzen fest. Das wundert sie wohl gar nicht, was? Und dass unser Abschleppseil verschwunden ist, wundert sie auch nicht, was? Angenommen, ich hätte ihnen die Abschleppseil geklaut, hätte ich doch vorher wissen müssen, dass ein Sturm kommt. Dass der am Baum entwurzelt und ihnen den Weg versperrt. Glauben Sie wirklich, hätte das alles gewusst? Der kann es nicht gewesen sein, Franz. Von uns war immer jemand am Truck. Hat uns vielleicht jemand den Winto geklaut oder den Kamandschab, was weiß ich. Na dann. Entschuldigen Sie vielmals. Aber könnten Sie vielleicht ein paar Männern sagen, dass sie uns helfen, den Baum wegzuhieven? Von denen wird Ihnen keiner helfen. Auf Ihnen liegt der Fluch des Gombo. Komm, hat keinen Zweck, ich habe eine andere Idee. Indato. Dato. Ine. Ine. Indano. Indano. Ambombe. Ambombe. Ambombari. Ambombari. Ambondato. Ambondato. Ine. No. Morongo. Hey. Na? Afrika in Brand gesetzt? Hätte ich nicht übel Lust sogar. Was ist denn da los? Irgend so ein Hokuspokus. Die Knochen habe ich im Farmhaus gesehen. Ich glaube, Frau Bieler hat doch recht. Meinst du, er ist ein weißer Witch-Doktor? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und die Zeremonie da, all der Kram? Ein kleiner Krauter, Scharlatan. Landwirtschaft ist ihm zu anstrengend. Dann nutzt er den Aberglauben der Neger aus. Der Schuh könnte passen. Umurung. Kommen Sie her. Wohin? Ich will Ihnen was zeigen. Komm, das Feuer hat sowieso noch eine Weile Zeit mit dem Stamm. Setzen Sie sich da drüben hin. Ich denke, die Geliebte der Mamba hat es bloß auf mich abgesehen, oder? Hören Sie?
sollen wir denn hören? Das Land, wie es spricht. Man muss natürlich bereit sein, hinzuhören. Ich wollte das auch nicht. Ich wollte nichts weiter als in Ruhe auf meiner Farm leben. Bis der alte Gombo mich gezwungen hat, zu hören, was ich nicht hören wollte. Er hat mir vorausgesagt, dass ich eine Lähmung bekommen würde, falls ich mich weigere, dem Ruf zu folgen. Ich habe das natürlich für Unsinn gehalten. So wie Sie jetzt die Rache der Mamba für Unsinn halten. Aber ich bekam tatsächlich eine Lähmung. Nichts konnte mir helfen. Weder eine Medizin noch ein Arzt. Nicht schwarz, nicht weiß. Ich musste mir schließlich eingestehen, was ich schon lange wusste. Ich hatte keine Chance gegen diesen Ruf. Und deshalb sind Sie dann Medizinmann geworden? So nennen es die Weißen. 6 Jahre lang habe ich dem Gombo gedient und gelernt. Und die Lähmung? Die Lähmung verschwand, wie sie gekommen war. Ich gab dem Gombo meine Rinder. Als Lehrgeld, würden sie wohl sagen. 65 Stück waren es damals noch. Ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass er mir alle seine Geheimnisse weitergegeben hat. Ich erzähle Ihnen das alles, damit Sie Ihre momentane Situation richtig einschätzen können. Sie sind gewarnt. Omukuru. Die Ahnengeister des Gombo werden den Diebstahl der Rinder nicht dulden. Glück, dass so windstill ist. Na ja, wird doch schon langsam. Ja, ja. Sag mal, kauft sie ihm die Story ab? Mit der Lähmung und so? Lässt sich doch alles psychologisch erklären. Wahrscheinlich. Der Sigmund hätte seine Freude dran gehabt. Die Viecher machen mich langsam nervös. Wollen die nicht vom Köhler runterschmeißen? Und wenn sie abhauen? Wie denn? Hokus Pokus? Müssen wir hier Wache schieben, abwechseln. Morgen, Alter, alles klar? 40, 41, alles klar, aber ein Rind fehlt. Mach keinen Quatsch. Ich höre dir, ich habe 3-mal gezählt. Dann hast du wohl heute Nacht ein Nickerchen gemacht, wa? Eine Sekunde, aber du vielleicht. Kann ja auch bei deiner Wache weggekommen sein. Ich muss doch wissen, ob ich heute Nacht geschlafen habe oder nicht. Okay, haben wir beide nicht gepennt. Hat der Stadler weggezaubert oder einer der Ahnen oder was weiß ich. Lass mir doch nicht vor der Nase eine Kuh wegklauen. Ich auch nicht. Hol ich mir jetzt wieder. Und wie? Geh zum Kral. Rad zum Kral? Rad zum Kral! Was willst du beim Kral? Halt! Sagen Sie dem Mann, er soll die Pfoten von dem Vieh nehmen. Mischen Sie sich nicht ein. Das ist unser Stier. Verschwinden Sie sofort. Sepa Utipuka! Ich hab gesagt, Sie sollen verschwinden. Komm,
Lieber mit 41 rennen hier weg, als überhaupt nicht mehr. Nix wie weg hier. Gut, um wen? Sepa, hol die Puka. Irgendwas mit der Elektrik. Er glüht nicht vor. Bei dem Typ kein Wunder. Ready? Moment. Oh! 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 Ja, der hängt da noch. Oh! Oh! Also, nochmal. Jetzt! Oh! Eigentlich husten. Yes. Lass doch mal. Jetzt bauen wir einen ganzen neuen Satz Glühkerzen ein. Hast du noch welche? Naja, hätte ja sein können, dass die auch zufällig verschwunden sind. Vorglühanlage sein. Oder fällt dir noch was anderes ein? Ich weiß auch nicht, was. Was ist denn vor? Ach, kann man Jab zur Polizeistation funken? Sollen Joes Tankstelle Bescheid sagen, dann schicken wir uns einen Werkstattwagen. Ist doch Unsinn, Günther. Unsere Kiste geht doch bloß 30 Kilometer, bis kann man Jab sind es fast 70. Oh. Du hast ja so recht. So niedrig. Aber mit uns Greenhorns kann man es ja machen. Du, das Wort will ich nie nochmal gehört haben. Tut's noch weh? Mhm. Aber morgen kann ich wieder fahren. Kommen Sie. Meine Herren, darf ich Ihnen Herrn Schneider vorstellen? Er ist der Leiter unserer örtlichen Bürgerwehr und das sind die Herren Meerstong und Herr Willers aus Deutschland. Tag. Guten Tag. Und Sie wollen also nach Kambinga? Ein Glas Orangensaft, Ben? Nein, danke. Ja, wir wollen nach Kambinga. Ich würde vorschlagen, Sie schlafen sich erstmal richtig aus und morgen früh fahren Sie wieder dahin, wo Sie hergekommen sind. Noch so ein Witz und ich lach mich tot. Ich mach keine Witze. Also, was ist nun? Da oben wimmelt es von Schwarzen. Und ich riskiere nicht meinen Arsch, dass ich euch nachher da wieder rausholen muss. Deswegen. Was ist denn eigentlich los da oben, dass Sie Ihren Arsch riskieren? Hm? Na, nur mal raus mit der Sprache. Nicht so viel unken. Nach Norden fahren keine Weißen mehr. Seit Jahren nicht mehr. Ist das alles? Ich will keine Scherereien haben. Das ist richtig. Kümmern Sie sich um Ihr Zeug und wir kümmern uns um unser Zeug. Sag mal, wie viel Meilen? 72 jetzt. Ja, dann muss das die Abzweigung sein. Ja, weißt du, wie du Auto fährst? Wie eine englische Lady Kaffee trinkt. Was? Ja,
Ja, so mit dem abgespreizten Finger. Ich kann nicht mehr bewegen. Mach keine Geschichte. Das ist aber nicht schlimm. Tut auch gar nicht weh. Jetzt. Die Gabelung ist nicht eingezeichnet. Links oder rechts? Hä? Zweifelsfall immer geradeaus. Hier ist gar nichts gerade. Wieder ein bisschen gerader. Okay. Das wird schon schief gehen. Lieber die linke Spur nehmen sollen. Neues Tal, neues Glück. Es geht praktisch um Leben und Tod bei den Kühen. Tut mir leid, meine Herren. Frau Wieler, ich muss schon sagen, Sie sind eine verdammt standhafte Frau. So viel Mühe brauchen Sie sich gar nicht zu machen. Wissen Sie, was ich tue? Ich mache Ihnen das Fremdenzimmer zurecht und dann gibt's Abendessen. Und morgen, nach dem Frühstück, könnt ihr so viel Diesel haben, wie ihr wollt. Eine Sache würde mich interessieren, Frau Wieler. Ist uns falsch gegangen. Als wir vorhin gesagt haben, dass wir nach Kambinga wollen, warum sind Sie da erschrocken? Ich? Ist da oben wirklich so gefährlich? Vielleicht habt ihr mehr Glück. Mehr Glück als wer? Wisst ihr das denn nicht? Vor 2 Jahren sind hier schon mal 2 Fernfahrer durchgekommen. Und die waren genauso auf dem Weg nach Kambinga wie ihr beiden. Auch die wollten nur mal eben schnell bei Stadler die Rinder abholen. Sie sind nie wieder aufgetaucht. Verschwunden, meint er? Spurlos. Waren das auch Weiße? Nein, Schwarze. Vielleicht haben die den LKW irgendwo verscheuert und machen sich einen fröhlichen Lenz. Was ist denn mit diesem Stadler? Kennen Sie ihn? Es ist schon mehr als 10 Jahre her, dass er sich hier hat blicken lassen. Wenn es da oben wirklich so gefährlich ist, ich meine wegen der Rebellen und so, dann wundert es mich, dass er noch am Leben ist. Ja eben. Wieso haben Sie ihn nicht umgebracht? 10 Jahre Zeit hatten Sie ja. Es geht das Gerücht, dass er ein Witchdoktor ist. Ein Witch? So mit Kräutern und Sprüchen? Ihr könnt mir glauben, ein Witchdoktor ist mehr als nur so ein kleiner harmloser Kräuterquacksalber. Oh ja, er kann Leuten Böses anhexen, zum Beispiel Krankheiten. Er ist eine gefährliche Macht. Er kann auch sogar Trucker verschwinden lassen. Hm? Ein Fluch und schon lösen sich in Luft auf. Ja, ja, spotten Sie nur. Ihr Europäer wisst ja immer alles besser. Und nun mal ganz im Ernst, Frau Wieler. Glauben Sie an den Hokuspokus? Ich bestimmt nicht. Aber unsere Schwarzen. Sind wir Schwarze? Na, wollt ihr da wohl verschwinden? Na los, runter mit euch. Na, wird's bald. Nur schade, dass am Sonntag keinen Kraftstoff gibt. Weder für Autos noch für uns. Ja, ein kühles Bier, das wäre jetzt das Richtige. Das verstößt auch gegen das Gesetz.
Es sei denn, Sie haben irgendwelche Magenbeschwerden. Mit Magen? Medizin ist natürlich erlaubt. Das hier ist ein erstklassiger Kräuterschnaps. Selbst gebrannt. Er wirkt wahre Wunder. Natürlich haben wir es beide mit Magen. Ja, wie verrückt. Dachte ich's mir doch. Danke. Danke. Auf Ihr Wohl, Frau Wieler. Und auf Ihre Küche. Danke. Oh, der hat's aber in sich, da. Du, der Alte hat die verdammten Viecher schon vor einem Jahr gekauft. Was hast du denn dazu? Das war eine Gefahrenzulage. Franz Meerstong, Günther Willers und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Diesmal hat es sie in den Süden Afrikas verschlagen, nach Namibia, dem ehemaligen deutschen Südwestafrika. Willen nur die twee ons van die beeste in Ovamboland wil gaan haal. Was dagegen? Nee, dat klink okay vir my. En wat soos die strijd? Nee, ek nie. Nee, ek wil maar net kyk hoe ek twee dorpsjapies, twee rechte dorpsjapies. Ek het niks daarby bedoel nie. Jetzt weißt du, wer dat wist. Au! Scheißdraad! Moment! Jod. Ja. Wat het jy nou weer aangevang? Scheiße, ausgetrocknet. Hier sind nur Bandagen drin, Kopfschmerztabletten, Haarwaschmittel. Halt! Halt, Moment mal, Kollege. Das ist noch besser als Jod. Was ist denn da drin? 100% hier Salz aus. Mach da gar so sehr, Mann. Hier kommt so mit Geld da uns mit, die wird. Yes! Kom ek hoor jy. Kom ek vat jou daar na Oyanga toe, man. Yes, hy laat die wond hier gaan ontsmet, man. Wie is dat, Oyanga? Zij daar, wat moet die eisters werk? Wat een jood? Nee, kruie. Dat is baie beter, man. Het maakt die wond gezond. Moet er hier irgendjemand geven, der jood een richting verband had? Ach, nee, man. Hulle allemaal gaan na Oyanga toe, man. Kost je net een pak die smokes, is al. Dat is al, man. Du brauchst sowieso zu viel. Hier, nimm die Zigaretten und geh zu diesem Oyango. Ja, willst du eine Blutvergiftung haben? Kräuter, ich weiß nicht. Los, zeig ihm, wo das ist, du Waldschrat. Ja, lass doch mal, du Green uns. Komm, ich fahr dir, Leute. Komm, ich fahr dir nach Janga, du. Komm. Komm. Ja, na, okay, so, Mensch. Komm, Mutti. Brauchst du einmal Jod in 10 Jahren? Einmal in 10 Jahren? Wo Wambolan. Ich will das ziehen. Nicht fahren nach Ovamboland. Großes Unglück für dich und deinen Freund. Nicht fahren nach Kambinga. Du sollst mir nicht aus der Hand lesen. Tu mir was drauf, was hilft. Ich hab's eilig. Du, komm, mach. Nicht fahren Ovamboland. Als Rebelle stehen die nicht aus. Und neugierig auf unsere Nasen sind sie auch nicht. Ist das hier Kambinga? Kambinga? Na,
Tag. Kennen Sie Markus Stadler? Wir kommen von Walfisbee. Wir sollen die gepfändeten Rinder holen. Wo sind die Rinder? Hinter dem Hügel am Farmhaus. Würden Sie bitte mitkommen? Ich habe jetzt keine Zeit. Wir haben auch keine Zeit. Kommen Sie, bringen wir es hinter uns. Fahren Sie zum Farmhaus, ich komme später nach. Und wann kommen Sie nach? Wenn ich hier fertig bin. Das ist ja unsere Prämie, du. '21, '22, '23, '24, '25, '26 steht da hinten auch noch eine. '27, '28, '29. Ich organisiere mir erstmal einen Schluck Wasser. Willst du auch einen? Ja. Kann ich nochmal von vorne anfangen? Ich wollte nur Wasser. Okay, okay, ich gehe. Na, Wasser gefunden? Nee, nur eine Hexe. Hätte ich dir gleich sagen können, dass hier kein fließendes Wasser gibt. Was sagst du, Hexe? Bleib mal ganz ruhig, Franz. Was ist los? Ich kann nicht mehr. Hallo, mach doch keinen Aufstand wegen der Schramme. Das tut höllisch weh. Ich bin 10 Stunden an einem Streifen durchgefahren. Jetzt kannst du die 3 Stunden nach Windhoek noch fahren. Ich hab gesagt, ich kann nicht mehr. Okay, okay. Wenn das Kräuter sein sollen, dann sind sie zuerst durch den Arsch an der Kuh gewandert. Wenn wir nach Windhoek kommen, gehen wir erstmal zum richtigen Arzt. Mit dem weißen Kittel und mit der Spritze. Mit allem drum und dran. Völlig vereitert. Wird ein bisschen wehtun. Schlimmer als jetzt kann es nicht werden. Was ist denn das? Kräuter. Was denn für Kräuter? Ich hab mir ein Schwarzer drauf geschmiert. Er meinte, ist das infiziert so gut wie Jod. Merkwürdig. War es ein Witchdoktor? Nee, irgendein Hilfsarbeiter von der Spedition. Hat aber einige Sprüche drauf. Hätte ich mich nur nicht auf den Quacksalber eingelassen.
Joes Tankstelle hier. Wir wollten gerne ein bisschen tanken. Sind Sie neu hier? Nein, wie kommen Sie darauf? Dann wüssten Sie, dass es hier sonntags kein Benzin gibt. Oh, warum denn das? Laut Gesetz wegen Benzinknappheit. Herr Joe wird doch mal eine Ausnahme machen. Nein, es geht nicht. Ich will selber mit ihm sprechen. Wo ist er? Mein Mann ist vor 4 Jahren gestorben. Ach, einen Moment noch, Frau... Bieler. Frau Bieler, nett, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Willers, das ist Kollege Meerstorn. Die Sache ist nämlich die... Guten Tag. Wir kommen aus Smallfish Bay und haben noch eine gute Strecke Weg vor uns. Wir müssen Rinder holen, Maul- und Klauenseuche. Verstehen Sie? Nur da haben wir gedacht, dass wir heute mit Ihrer Hilfe rechnen können. Und in dem Notfall... Von mir können Sie jede Hilfe erwarten. Aber ich will keine Schwierigkeiten haben.